Hi, ich bin der Simon, ich bin 35 Jahre alt und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der IST Hochschule in Düsseldorf. Was sind deine Vorerfahrungen für das Projekt? Ich mache eigentlich Sport, seit ich gehen kann und auch seit vielen, vielen Jahren jetzt mittlerweile Fitnesstraining. Ich habe Sport studiert hier an der Sporthochschule in Köln und arbeite jetzt auch in dem Bereich an der IST Hochschule. Was hast du bei der Erstellung der Trainingspläne für den digitalen Fitnessparcours bedacht und was war eine Herausforderung? Also eine Herausforderung war auf jeden Fall, dass es draußen sein soll ohne Hilfsmittel, das heißt im besten Fall sogar auch ohne Übungen auf dem Boden zum Teil. Und die Herausforderung war genau das dann eben umzusetzen, also dass es ein sinnvoller Trainingsplan wird für den ganzen Körper, der verschiedene motorische Hauptbeanspruchungsformen trainiert und trotzdem für jeder Mann, jeder Frau auch umsetzbar ist. Wie schaffst du es, dass der Parcours bei einer so großen Altersspanne und Fitnesslevelspanne für jeden attraktiv ist? Also der Plan wird aus drei Stufen bestehen, drei Schwierigkeitsstufen, wo jeder dann selber schauen kann, wo er oder sie gerade steht. Das heißt, von Kindern über Erwachsene bis ins hohe Alter sollte eigentlich für jeden was dabei sein und man kann dann aus den jeweiligen Übungen dann die richtige für sich auswählen. Was gefällt dir persönlich am Konzept? Mir gefällt an dem Konzept, dass es draußen ist, weil Sport im Freien ist einfach super und dass man keinerlei Vorerfahrung braucht, keinerlei Geld mitbringen muss oder sich irgendwo anmelden muss, sondern einfach dann, wenn man Lust hat auf Sport, einfach loslegen kann, wenn man gerade zufällig an den Schildern vorbeikommt. Hallo, ich bin die Andrea, bin 24 Jahre alt, komme aus Köln und ich unterstütze den Rhein-Erft-Kreis mit meiner Arbeit als Videografin, indem ich für den digitalen Fitnessparcours die Videos schneide und produziere. Was sind denn deine Vorerfahrungen in der Videografie? Ich bin seit 2019 freiberuflich Foto- und Videografin und betreue ziemlich viele verschiedene Arten von Projekten. Also egal, ob es Gastronomie ist, ob es Events sind, ob es Sportveranstaltungen sind. Was für einen persönlichen Touch bringst du rein? Ich versuche meinen Videos besonders viel Emotion zu geben. Gerade wenn man jetzt ein Event oder eine bestimmte Message transportiert, dann möchte ich eigentlich immer genau diese Message festhalten und dann eben in diesem Video auch an die Zuschauer drehen. Ich freue mich ganz besonders auf den Drehtag, wo wir die Videos für den digitalen Fitnessparcours für den Rhein-Erft-Kreis drehen. Und zwar, weil wir da einfach in einer coolen, dynamischen Gruppe aus verschiedenen Generationen zusammenarbeiten können und alle zusammenbringen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Und ich freue mich ganz besonders auf den Moment, wo ich dann irgendwann mal den QR-Code scanne und mir das Ganze als Endergebnis angucken kann und dann wirklich mal diesen Fitnessparcours durchführen kann. Mir gefällt persönlich am Konzept, dass man das Ganze einfach ohne Equipment überall machen kann und vor allem, dass es auch jeder machen kann und dass es jeder für sich umsetzen kann, egal auf welchem Leistungsstand man jetzt ist oder wie es gesundheitlich gerade ausschaut. Wir werden für jeden eine Möglichkeit finden, das auf seine Art und Weise umzusetzen und ja, da freue ich mich einfach, ein Teil davon zu sein. Auf jeden Fall weniger.